Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute mit der Huntress unterwegs und nutze die Perks Lullaby, das steht da hinten. Oder auch da, weil ich habe auch noch Ruin dabei. Brutale Stärke und Gebietszwang. Des Weiteren habe ich zwei Addons, das eine sieht man schon unten. Ich kann zwei Äxte mehr tragen. Und wenn ich jemanden treffe, sind die für 120 Sekunden unter dem Status zerfleischt. Das heißt, sie arbeiten langsamer an Generatoren. Aber bis jetzt, da ist jemand. Ha! Gerade so um die Ecke geschmissen. Ah, Mist. Kann ich auch so hauen? Mir egal. Hinten ist die Mag. Das war Ruin. Da ist er. Ja, Mist. Weißt du um? Nee. Erwischt. In die Achillesferse. Die will blenden, aber. Was? Wie wird der? Wie hat die das denn noch blenden können? Was hat denn die für eine Supertaschenlampe? Weil es war ja auch irgendwie Kilometer weit weg. Ich habe jetzt von zur Seite geguckt. So, jetzt aber. Hör auf mit einem Klicki-Klick hier. Hinten sind meine Eventtage, da komme ich jetzt nicht ran. Okay, dann farmst du halt. Ich weiß nicht, was sollte das jetzt, Fangman? Was, bitteschön, hatte das jetzt gebracht? So, guck ich wieder den Baum an. Kommt hier wieder eine Blendung. Zack, Fangman niedergeschlagen. Was ist mit den Überlebenden hier los? Oh, diesmal mit Borrowed Time gerettet. Na gut, häng ich halt Fangman auf. Ist mir ja egal. Ich krieg schöne Specs auf meinen. Auf mein Barbecue und Chili. Wollte ich schon sagen. Auf meinen. Kann ich jetzt nicht anhängen? Ich hab die doch schon geschlagen. Auf mein Lullaby. So. Jetzt bräuchte ich mal langsam meine Äxte. Ich hab hier schon. Rein theoretisch meine Standardanzahl an Echsen verschossen. Da hinten rennt er. Noch mal einen Long-Range-Schuss. Ja, ist gerade ungünstig. Wo ist sie? Ich höre sie. Da. Ah, Mist. Zack. Tut mir ja leid für dich, aber die haben dich ja zweimal richtig hart gefarmt. Aber die kriege ich an meinen Eventhaken. Für den Killer brauche ich noch ein paar Schnitzel. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was das sollte. Bei dem Bill kann ich das wenigstens ein bisschen nachvollziehen. Der hat ja wenigstens Borrowed Time gehabt. Sie ist ja sogar weggekommen. Aber was die Fangmin da gemacht hat, das war ein bisschen nicht ganz nachzuvollziehen. Weil, ja, abgenommen wäre ich noch direkt da stand. Natürlich haue ich dann den, der gerade abgenommen wird. Vor allen Dingen, wenn ich ihn nur so extrem blöd retten. Ist der Ladegrand? Wo ist der Bill hin? Keine Ahnung. Da ist Fangman, nehmen wir Fangman. Zack. Bin dann hinterher. Okay. Nein, mein Lullaby. Ah. Jetzt aber. Ah, übelst verrissen gerade. Ist mir der Bill hier reingerannt? Gut, hol ich mir halt den Bill. Ich habe ja noch drei Äxte.
Oh, das war der Tod. Mist. Ich dachte, er wartet. Aber so geht's auch. Weil mein Lalibi hatte fast volle Stärke. Es war 4. Und dann haben sie es kaputt gemacht. Oder nee, ist 4 voll? Ich dachte, nee. Brauche eine Äxte. Ich spiele so selten mit Lalibi. Nur meine Handwiss hat das. Zumindest gerade effektiv. Wo ist denn hier mein Schrank? Hier. So. Erstmal hier ein bisschen was abholen. Und jetzt den Gen hier schlattern. So. Ob die noch hier ist. Wer auch immer hier war. Nö, ist nicht hier. Ah, hier. Direkt retten gefahren. Das blubbert so ekle. Ne, das war nur eine Kiste. Da hinten war noch gerade jemand. Ja, die Blöde mit der Taschenlampe. Ah, zwei verrissen, oder? Au. Brett vom Kopf. Fett hart geblendet. Ja, das war Zufall, dass ich mich beim Umdrehen die gleich gesehen habe. Der hat zwar eigentlich gut genutzt, aber leider ist nicht weit genug gedasht. So, ich bringe sie hier hinten an meinen letzten Special-Haken, damit es nochmal ein schönes Steak gibt. Oh, das riecht gut. So, mal gucken, wo die anderen sind. Da ist eine Feng Min. Renn doch mal nicht so hin und her. Ich will sie nur mit meiner Axt treffen. Ja, gut, jetzt ist er. Hey, die hockt ja immer noch dort. Haut der Bill jetzt immer noch Skillchecks? Mist. Ich will die Palette umwerfen. Okay, das war so blöd von mir, aber die Kanin hat es auch nicht so hingekriegt, wie sie es, glaube ich, gerne wollte. Hier ist hier lang. Da. Ah. Richtig schlecht. Ich geb's ja zu. Aber die kriegen wir. Stimmt hier um die Palette. Ich höre sie. Da ist er. Nein! Oh, ich bin so schlecht gerade im Schießen. Kein Wunder, dass ich mir zwei Äxte mehr eingepackt habe. Ich wusste schon warum. Jetzt aber. Genauer Schuss. Ja, das war ein genauer Schuss. Fangen wir gleich hier hin, treten den Gen und holen sich ein paar neue Äxte. Aber ich habe jetzt wieder bloß. Bloß 5 verbraucht. 5 Äxte für einen Überlebenden, das ist schon nicht so gut. Die Feng Min hat eigentlich schon wieder hart gefarmt, aber diesmal habe ich nicht die Verletzte gleich gejagt. Das hat schon wieder abgenommen. Ja, was diesmal? Ah. Auf langer Strecke zu schießen ist nicht so einfach. Das Bill. Jag mal Bill. Was? Okay. Was sind das für Überlebende? Von hier aus. Oh, da hinten ist sogar noch ein Eventhaken, hab ich euch gesehen. Da hinten ist ja noch einer. Oh, da muss jemand hinbringen. Aber den treten wir erstmal. Dann sind noch 2 übrig. Ich weiß nicht, was das für eine komische Runde hier wieder ist.
Hier, oh, hier Bubots. Aber hier ist niemand. Oh, oder? Mal hier rumgucken. Nope. Niemand. Ich kann ja mal in den Schrank gucken. Vielleicht ist jemand drin oder ich fülle auf jeden Fall meine Beile auf. Gucken wir da hinten, die waren ja relativ weit, da haben sie vor uns auch schon dran gesessen. Weil, wenn ich es schaffe, dass ich noch einen bekomme und dass sie den. Oh, hier ist Fangman. Hättest du mal umgeworfen. Ich dreh den erstmal. Zwar leider kein Überladen, aber der ist so weit. Wir sind noch hier. Echt jetzt? Was soll denn das hier hin? Will die mich ärgern? Ja, die ist hier an dem Fenster, ich hab's gesehen. Zack. So, Fangman, du hast mich geärgert. Zwei gespalten. Hier ist ein Fan recht weit. Wie blöd, ich habe leider kein Geflüster oder so mit. Kann ich jetzt überall sein. Aber wenigstens kann sie noch ein Hatch nehmen. Ich muss das noch einen Generator machen. Und wenn sie den einen gemacht hat, weiß ich ungefähr zumindest, wo sie ist. Aber bei meinem Glück mit den Überlebenden spawnt dann bestimmt die Hatch direkt daneben. Und das war's dann. Der ist auch relativ weit. Hinter gucken. Nope. Hier ein bisschen der Umgebung abgucken. Weil dass sie den macht, ist immer noch am wahrscheinlichsten, weil das dann Event Gen ist. Der dahin geht ja noch zurück. Ja, der geht noch zurück. Ist auch Event Gen, aber da an dem ist nichts. Mal gucken. Der wurde wieder angefasst. In den Spuren. Vielleicht hier hinter. Nee, hier hin. Auch nicht. Ah, die ist hier irgendwo. Ich weiß nur nicht genau wo. Ist nichts. Gut, der ist auf null. Der hier ist auch auf null. War da gerade was? Ja. Hab ich doch nicht falsch gesehen.
Ich habe jetzt so eine Fingmin gesehen. Ich bin so besessen von der Fingmin, die mich so geärgert hat. Ach ja, die hat ja der Trott. Jetzt hat sie es aber nicht mehr. Mist. Hier ist er. Ja, die spielt jetzt so ein bisschen an der Palette. Ich glaube, ich muss die kaputt machen. Oder auch nicht. Hat sie im Mittel verlaufen. Kann ich sie jetzt kaputt machen. Schlagen Max, jagen Max, zerstören Max. Also es ist gleich wie schlagen. Ah, da kriege ich aber da hinten ein Event. Haken nicht. Naja, dann halt nicht. Schade, dass sie in die andere Richtung hintergelaufen ist. So. Aufgehängt. Und durchgegrillt. Zumindest drei Leute. Aber es war auch wirklich eine sehr seltsame Runde. Vor allem, wie die da am Anfang gefarmt haben. Das Runterblenden war am Anfang richtig gut. Vor allem, weil das, ich habe ja schon zur Seite geguckt und die hat das trotzdem noch geschafft, mich runterzublenden. Muss mal gucken, was ich für eine Taschenlampe hatte. Uganda-Internet. Okay, kommt anscheinend aus Uganda. Viermal schillernd. Ganz ordentlich. Was haben die für eine Taschenlampe gehabt? Gelbe mit 4 Sekunden und moderat die Helligkeit. Ein längeres Erblinden. Okay, ist gar nicht mal eine so super Taschenlampe gewesen. Hm. Aber trotzdem, fand ich, die hat auf ziemliche Entfernung geblendet und dann auch noch so seitlich, also. Na gut, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal so seitlich geblendet wurde, wo ihr eigentlich dachtet, man hat weit genug weggeschaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.